time for 911. Where's your emergency? Oh, this is Sandy from 21 Rockman Road. What's the problem? Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. Hurry up. Who has a gun? Please, hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. Jerome und Sandra Harold waren ein Ehepaar, das in Connecticut, USA lebte. Das Ehepaar besaß eine Firma für den Verkauf von Anhängern und betrieb außerdem eine kleine Maschinenwerkstatt in Stanford Township. Das ermöglichte ihnen gutes und regelmäßiges Einkommen. Sandra hatte zu dieser Zeit eine Tochter namens Susan. Das Mädchen war in Sandras erster Ehe gezeugt worden. Als die Frau ein zweites Mal heiratete, war Jerome bereit, die Erziehung des Mädchens zu übernehmen. Das Paar hatte keine gemeinsamen Kinder und so widmeten sie sich allein Susan, solange sie noch ein Kind war. Die Harolds lebten in einem großen Haus, auf dessen Grundstück sie ihre gemeinsamen Hobbys ausleben konnten. Das Ehepaar hatte eine große Vorliebe für Tiere, die sie immer aus Tierheimen holten und oft von Züchtern kauften. Sie hatten vor allem Hunde, Katzen und Pferde. Das Paar hatte nur eine Tochter. Als Susan erwachsen wurde, heiratete und das Haus der Familie verließ, fühlte Sandra eine große innere Leere. Daraufhin beschloss die Frau 1995, sich ein neues Haustier zuzulegen. Diesmal fiel die Wahl auf ein exotisches Tier. Sandras Faszination für Schimpansen begann, als sie bei einem damals beliebten Rodeo einen Schimpansen auf einem Pferd reiten sah. Daraufhin beschloss die Frau, sich an einem in der Gegend bekannten Züchter zu wenden. Bald darauf kaufte das Paar einen neugeborenen Schimpansen, der erst 3 Tage alt war, für $50.000. Das Tier erhielt den Namen Travis. Die Harolds mussten ihr Haus so einrichten, dass der Schimpanse darin mit so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich leben konnte. Ein Zimmer wurde komplett zu Travis' eigenem Rückzugsort umgebaut. Sandra und Jerome zogen ihre Schimpansen allein auf und brachten ihm die unterschiedlichsten Dinge bei. Sie zeigten ihm zum Beispiel, wie er sich anzieht, die Zähne putzt, die Haustür öffnet und sich anschnallt, wenn er in ein Auto einsteigt. Travis durfte sich im Beisein seiner Besitzer frei im Haus bewegen. Er malte gerne Bilder aus, sah sich Fernsehsendungen an und lernte sogar, den Kanal zu wechseln, die Lautstärke zu erhöhen und den Fernseher ein- und auszuschalten. Als Travis heranwuchs, wurde er zu einer kleinen lokalen Berühmtheit. Denn er begleitete seine Besitzer oft auf Geschäftsreisen und fuhr mit einem zu den Werkstätten, die sie betrieben, wo er schnell die Liebe der Arbeiter für sich gewann. Das Leben der Harolds hatte sich im Laufe der Zeit radikal verändert. Im Jahr 2000 starb Susan, Sandras Tochter, bei einem Autounfall. Einige Jahre später, im Jahr 2004, starb Jerome an Magenkrebs, an dem er seit langem litt. Beide Todesfälle veränderten auch Sandras Leben nachhaltig. Die schmerzlichen Verluste führten dazu, dass sie in ein tiefes Loch fiel. In kurzer Zeit verlor Sandra sowohl ihre Tochter als auch ihren Mann. Danach ging sie praktisch nicht mehr aus dem Haus und klagte darüber, dass es für sie schwierig war, sich ohne ihren Mann weiterhin um Travis zu kümmern. Bis dahin hatte Jerome ihr ständig bei der Pflege des Tieres geholfen. Außerdem war Travis zu diesem Zeitpunkt bereits ein Teenager, also fast erwachsen, sodass sein Verhalten immer schwerer zu kontrollieren war. Der Schimpanse wog über 90 Kilogramm und war sehr kräftig, was es für Sandra schwierig machte, mit ihm fertig zu werden. Eines Tages, im Jahr 2003, als Jerome noch lebte, lief Travis von seinen Besitzern weg. Dies geschah auf einer belebten Straße im Zentrum von Stanford, wo der Vorfall einen furchtbaren Aufruhr verursachte. Einige Passanten waren so schockiert von dem Vorfall, dass sie sofort die Polizei riefen. Das Tier musste eingefangen werden. Die Polizeibeamten, die am Tatort eintrafen, beschlossen, keine Gewalt gegen den Affen anzuwenden und riefen auch nicht die Tierschutzbehörde an. Denn einige der Polizeibeamten kannten Travis und erschien ihnen recht harmlos zu sein. Trotzdem wurden die Beamten des Tierschutzes nachträglich auf den Vorfall aufmerksam, der ihnen Sorgen bereitete. Ein Primatenexperte wurde hinzugezogen, um mit Sandra über den Vorfall zu sprechen.
Die Beamten sagten, dass das exotische Tier nicht mehr bei ihr leben könne, weil heranwachsende Schimpansen unberechenbar und aggressiv seien. Infolgedessen wollte Sandra mit dem Besitzer einer Schimpansenaufnahmestation in Florida sprechen, um Travis in ein geeigneteres Umfeld zu bringen. Aber aus einem heute unbekannten Grund hat sie dies nicht getan. Obwohl Sandra begonnen hatte, ein eher zurückgezogenes Leben zu führen, hat sie die Freundschaft mit einer ihrer Bekannten aufrechterhalten, einer Frau namens Carla Nash. Sie hatte sie vor Jahren bei dem Rodeo kennengelernt, bei dem sie den reitenden Schimpansen gesehen hatte. Carla hatte einige sehr schwierige Zeiten in ihrem Leben durchgemacht, aber Sandra hat sie unterstützt und ihr sogar erlaubt, kostenlos in der Wohnung zu wohnen, die früher Sandras Tochter gehört hatte. Carla ist eine wichtige Figur in der Geschichte, wenn auch nicht deren Hauptfigur. Dank Sandra konnte Carla einen Job in ihrer Firma bekommen, die Anhänger verkauft. Nach Jeromes Tod wurde die Freundschaft zwischen Carla und Sandra nur noch stärker. Von Zeit zu Zeit lud Sandra ihre Freundin dazu ein, mit Travis zu spielen. Auf diese Weise entstand eine Art Freundschaft zwischen der Frau und dem Tier und manchmal kam sogar Carlas Tochter zum Spielen mit dem Schimpansen. Im Februar 2009 war Sandra 71 Jahre alt, während Carla 55 Jahre alt war. In diesem Monat fuhren die Freundinnen in ein Resort nordwestlich von Stanford, nur anderthalb Autostunden entfernt. Dort vergnügten sich die Freundinnen mit Glücksspielen, erholten sich und hatten Spaß. In diesem Urlaub überredete Sandra Carla, ihre Haarfarbe zu ändern und ihre Haare zu schneiden. Am 16. Februar 2009, ein paar Tage nach der Rückkehr der Frauen von ihrer aufregenden Reise, rief Sandra ihre Freundin Carla an und erzählte ihr, dass Travis sich den ganzen Tag über seltsam und vielleicht sogar aggressiv verhalten hatte. Sandra beschloss, ihm vorsichtshalber ein Anxiolytikum, ein starkes Beruhigungsmittel, in seinen Abendtee zu geben. Während dieses Telefongesprächs mit Carla teilte Sandra ihrer Freundin auch mit, dass sie Hilfe benötigte. Sie musste versuchen, Travis zu beruhigen, der ihr plötzlich nicht mehr gehorchte. Er war mit ihren Autoschlüsseln aus dem Haus gesprungen und wollte nicht mehr zurückkommen. Daraufhin sagte Carla, sie würde vorbeikommen, um zu helfen. Gegen 4 Uhr nachts kam Carla zu Sandras Haus, um ihr mit Travis zu helfen, der sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Haus befand und sich weigerte, ins Haus zurückzukehren. Carla nahm Helmo, Travis' Lieblingsspielzeug, und begann ihn zu locken, damit er endlich wieder ins Haus kommen würde. Als Carla sein Lieblingsspielzeug in den Händen hielt, stürzte Travis auf sie zu. In einem Anfall von Aggression warf er die Frau zu Boden und begann sie zu schlagen und zu beißen. Als Sandra sah, dass die Situation außer Kontrolle geriet, nahm sie eine nahegelegene Schneeschaufel und schlug damit auf den Schimpansen ein. Das Tier fing an zu schreien, als es die Schläge spürte. Sandra versuchte daraufhin, mit einem Messer auf das Tier loszugehen. Dies gelang ihr jedoch nicht, da Travis sein Opfer weiterhin mit seinen Zähnen und Händen angriff. Als sie sah, dass sich das Tier nicht mehr beruhigte und seine Aggression überhand nahm, stieg Sandra in eines ihrer Autos und schloss sich darin ein, um den Notruf zu wählen. Das Gespräch von Sandra Harold mit den Rettungsdiensten. We're done, please, you shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey is doing. He ripped her face off! He ripped her face off? He tried to attack me! Please! Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you push yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up! Listen to me! They're on the way, ma'am. They gotta shoot him, please! Please, hurry! Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your friend? I can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, please. Okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No. No, I can't. She's dead. She's dead. I think I'm going to faint. I think I'm going to pass out. No, just breathe, okay? I'm going to stay with you on the phone until they get there. They got to have their guns out. They got to have their guns out. Listen to me. Oh, my God. The innards. Please. God, oh, please. They tell them they got to shoot him because I tried stabbing him, and he's not, and it made him worse. Shoot him. Shoot him. Sandra, stay in your car. Shoot him. He's not dead. He's not dead. Oh God. Oh God. Die Frau lag bereits bewusstlos am Boden. Die Telefonistin war 12 Minuten lang mit Sandra in Kontakt, bis ein Polizeiauto am Tatort eintraf.
Als die Polizisten sich dem Haus näherten, sahen sie den reglosen, verstümmelten Körper der Frau auf dem Boden liegen. Travis huschte auf dem Grundstück umher und blieb aggressiv. Sobald er die Polizeibeamten sah, lief der Schimpanse wütend auf ihr Auto zu und versuchte, die Türen zu öffnen. Schließlich gelang es ihm, sich Zutritt zum Auto zu verschaffen und den Polizisten darin anzugreifen. Dieser sah, wie Travis seine blutigen Zähne fletschte, um ihn einzuschüchtern. Dem Beamten gelang es, seine Waffe zu ziehen und mehrere Schüsse auf seinen Angreifer abzugeben. Der Polizist verwundete den Schimpansen schwer, woraufhin dieser den Rückzug antrat und in das Haus stürmte. Am Eingang blieb der Polizist stehen, um Carla Nash zu untersuchen. Sie war noch am Leben und versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, indem sie nach einem der Beine des Polizisten griff. Während ein paar Beamte das Haus durchsuchten, folgten die anderen der Blutspur, die der Schimpanse hinterlassen hatte. Sie führte sie bald zu einem Zimmer, wo sie Travis fanden, der dort buchstäblich seinen letzten Atemzug getan hatte. Carla wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte begannen, ihre Verletzungen zu untersuchen. Infolge des Angriffs verlor die Frau ihre Nase, ihre Lippen und fast ihre gesamte Kopfhaut. Ihre Augenlider waren abgerissen worden. Die meisten Knochen in ihrem Gesicht waren gebrochen. Der Schimpanse hatte seinem Opfer einen Arm abgerissen, während der andere Arm ebenfalls fast ganz abgetrennt worden war. Die Beamten übergaben auch den leblosen Travis an einen Tierarzt, der eine Autopsie durchführen sollte. Zunächst musste der Tierarzt den Kopf des Schimpansen abtrennen und ihn an ein Labor in Connecticut schicken, um zu prüfen, ob das Tier an Tollwut litt. Der Rest des Körpers wurde im Labor der Universität von Connecticut untersucht. Das Ergebnis der Tollwutuntersuchung war negativ, aber die Autopsie ergab, dass das Blut des Affen Xanax enthielt, ein starkes Anxiolytikum. Die Einnahme wird für Tiere nicht empfohlen, da das Medikament bei ihnen Paranoia auslösen und ihre Aggressivität steigern kann. Die Autopsie ergab auch, dass das Tier übergewichtig war und dass Schüsse seinen Tod verursacht hatten. Es wird angenommen, dass Travis aggressiv wurde, weil er unter dem Einfluss von Anxiolytikum stand. Außerdem erkannte er Carla einfach nicht, die ihr Erscheinungsbild vor kurzem durch eine neue Frisur und gefärbte Haare verändert hatte. Carla musste sich nach dem Angriff einer 7-stündigen Operation unterziehen. Die Ärzte versuchten, die schweren Verletzungen zu behandeln, die sie während des Schimpansenangriffs erlitten hatte. Das Gesicht der Frau war völlig entstellt und sie hatte auch ihr Augenlicht verloren. Die Chirurgen und Kieferchirurgen des Stanford-Krankenhauses konnten nur einen Teil ihrer Gesichtsstruktur wiederherstellen, einschließlich der Wiederherstellung des Kiefers des Opfers in seiner ursprünglichen Position. Der Zustand, in dem sich Carla Nash im April 2009 befand, veranlasste die Ärzte dazu, sie einer Gesichtstransplantation zu unterziehen. So wurde Carla bald darauf in die Cleveland-Klinik verlegt, wo sie sich einer Augenlid-Lippentransplantation unterzog. Carla verbrachte die meiste Zeit von April bis Juni im Krankenhaus. Schließlich unterzog sie sich im Juni 2011 einer weiteren Transplantation sowie einer Armrekonstruktion, die durch denselben Spender ermöglicht wurde. Obwohl die Armtransplantation zunächst erfolgreich verlief, entwickelte Carla nach der Operation eine Lungenentzündung. Aus Angst vor einer Infektion und einer schlechten Durchblutung entschieden sich die Ärzte dazu, den transplantierten Arm wieder zu entfernen. Carla musste nach der Operation fast ein Jahr lang im Krankenhaus bleiben, da die Ärzte die Ergebnisse des Eingriffs noch genau überwachen wollten. Nach diesen tragischen Ereignissen beschlossen die Anwälte von Carla Nash im März 2009 eine Zivilklage gegen Sandra Harold in Höhe von $50 Millionen einzureichen. Sie waren der Ansicht, dass die Harolds wiederholt gegen Gesetze verstoßen hatten, insbesondere gegen das Verbot, exotische Tiere mit einem Gewicht von mehr als 12 Kilogramm als Haustiere zu halten. Am 6. Mai 2009 genehmigte ein Richter eine Vereinbarung zwischen den Parteien über das Einfrieren von Sandra Harolds Vermögen und Eigentum in Höhe von $10 Millionen. Aber gegen die Besitzerin des Tieres, das den Angriff verübt hatte, musste erst noch ein endgültiges Urteil gefällt werden. Sandras Anwälte führten an, dass niemand das aggressive Verhalten des Schimpansen vorhersehen konnte. Deshalb sei auch nicht anzunehmen gewesen, dass er Carla angreifen würde. Außerdem habe es sich dabei um einen Einzelfall gehandelt, da Travis bis dahin noch nie Aggressionen gegenüber Menschen gezeigt hatte. Leider verstarb Sandra Harold noch vor Abschluss des Gerichtsverfahrens am 24. Mai 2010 an einem Aneurysma. Ihr gesamter Nachlass wurde von ihren Enkeln, den Kindern ihrer verstorbenen Tochter, geerbt. Im November 2012 einigte sich Carla Nash mit der Familie auf eine Entschädigungszahlung in Höhe von $24 Millionen.
Einige Monate vor der Einigung im März desselben Jahres beschloss Carla Nash, eine Anhörung vor einem Staatskommissar zu beantragen. Die Frau hatte sich vorgenommen, den Bundesstaat Connecticut zu verklagen und forderte 150 Millionen Dollar. Denn ihrer Meinung nach sei die Sicherheit der Bürger einschließlich des Schutzes der Öffentlichkeit vor gefährdeten Tieren vernachlässigt worden. Der Generalstaatsanwalt entgegnete jedoch, dass es in den Gesetzen des Staates einige Schlupflöcher gebe, die die Haltung von Harolds Schimpansen völlig legal machten. Außerdem erklärte Dennis Schein von der Abteilung für Tierschutz, dass das Gesetz über exotische Tiere nicht für Schimpansen gelte, da diese kein Sicherheitsrisiko darstellen. Außerdem sei dieses Gesetz erst nach dem Erwerb von Harolds Affen in Kraft getreten. Im August 2012 hörte der Connecticut Commissioner for Public Complaints die Vorwürfe von Carlas Anwälten bei einer Gerichtsanhörung an. Im Juni 2013 wurde jedoch beschlossen, die Klage nicht weiter zu verfolgen, da es keine gesetzlichen Regelungen gab, die dem Staat Connecticut die Verantwortung für den Angriff zuschrieben. Carlas Anwälte beschlossen, gegen die Entscheidung des Kommissars beim Justizausschuss der Legislative von Connecticut in Berufung zu gehen. Aber im April 2014 stimmte der Ausschuss dagegen, dass Carla irgendwann in der Zukunft gegen Connecticut klagen könne. Im Jahr 2016 nahm Carla an einer Pilotstudie von Wissenschaftlern der US-Armee teil, die moderne und wirksame Immunsuppressiva entwickelten. Im Mai desselben Jahres wurde Carla jedoch wegen Komplikationen aufgrund der Medikamente ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte beschlossen daraufhin, sie aus dem Experiment herauszunehmen und die Behandlung mit den Medikamenten fortzusetzen, die sie bis dahin eingenommen hatte. Ein paar Tage Krankenhausaufenthalt verbesserten bei Carla die durch diese Medikamente verursachten gesundheitlichen Probleme. Nachdem sie sich von ihrem tragischen Erlebnis erholt hatte, setzte sich Carla für eine Reform der Gesetze über die Haltung exotischer Tiere als Haustiere ein. Im Jahr 2009 debattierte der US-Kongress unter Beteiligung von Kongressabgeordneten ein Gesetz über die Sicherheit von in Gefangenschaft gehaltenen Primaten. Das Gesetz verbot den Kauf und Verkauf von Affen, Gorillas und Schimpansen als Heimtiere. Der Kongress stimmte mit überwältigender Mehrheit dafür, das Gesetz zur Annahme an den Senat weiterzuleiten. Bis zum heutigen Tag wird das Gesetz jedoch noch im Oberhaus des Kapitols geprüft und darüber abgestimmt. Im Laufe der Jahre ist es Carla Nash gelungen, sich mit vielen Kongressabgeordneten zu treffen und sie dazu zu bewegen, diese Gesetzgebung im Senat zu diskutieren. Parallel dazu hat sie mit verschiedenen Organisationen zusammengearbeitet, um eine Änderung der Gesetze zu erreichen. Aber bis heute gibt es in den USA immer noch Familien, die exotische Haustiere, darunter auch Primaten, in ihren Häusern halten. Carlas Fall erlangte große Bekanntheit. Unter anderem wegen des Schocks, den Sandras Äußerungen während ihres Notrufs bei den Notdiensten auslösten. Die Tonaufnahme führte zu einer umfangreichen Berichterstattung in den Medien und dazu, dass Carla zu verschiedenen Fernsehsendungen eingeladen wurde. Eines der aufsehenerregendsten Interviews war Carlas Interview mit Oprah Winfrey in der gleichnamigen Sendung am 11. November 2009. Diese Sendung bewegte unzählige Zuschauer, da Carla in diesem Interview mit einem Gesicht auftrat, das noch nicht durch eine Operation verändert worden war. Zweifellos war diese Sendung wirklich schockierend, da derartige Angriffe normalerweise von Menschen ausgehen. Aber in diesem Fall war der Angreifer ein Tier. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.